Eine Frage kriegen wir von unseren Kunden sehr oft gestellt. Wie stelle ich eigentlich meinen Bürostuhl richtig ein? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund bei den Büromöbelexperten. Wir starten heute mit der Kopfstütze, auch Nackenstütze genannt. Die kann man bei dem Stuhl nach vorne, nach hinten kippen. Bei manchen Stühlen kann man die auch in der Höhe noch einstellen. In dem Fall wäre das ja nicht nötig, weil die ganze Rückenlehne in der Höhe verstellbar ist. Die ist dafür da, dass wenn man sich doch mal ein bisschen entspannen will, es ist ein reines Zusatzfeature, um einfach ein bisschen Entspannung zu haben, dass man hier vorsichtig seinen Kopf ablegen kann. Die Muskulatur im Nackenbereich ist dadurch ein bisschen entspannt und man ist nicht den ganzen Tag so verkrampft. Ja, als nächstes ist die Rückenlehne ein Thema. Das seht ihr auch selber, die ist hier so leicht in einem S geformt. Das soll mehr oder weniger den Rücken nachbilden. Wenn ich mich mal hier reinsetze, sieht man schön, wie sich das in meinen Rücken hier anschmiegt und genau diesen Lendenbereich reindrückt. Man sieht auch, wie gerade das ist. Also die 90-Grad-Winkel, dass man ordentlich am Arbeitsplatz sitzen kann, wird mit dem Stuhl perfekt gewährleistet. Bei dem Stuhl kann man die Höhe mit solchen Rastern einstellen. Bei mir ist das ungefähr so. Und hier hinten haben wir auch eine Lordosenstütze. Das kennt ihr vielleicht von dem Auto. Da habt ihr das auch manchmal. Da kommt so ein kleiner so ein Hebel raus. Es gibt so einen Art Gegendruck hier hinten in den Lendenbereich. Und das passt sich dann schön an und das sitzt man ganz angenehm. Das nächste Thema ist hier drüben das Gegengewicht. Je nach Größe und nach Gewicht der Person kann man hier das Gegengewicht einstellen von der ganzen Rückenlehne. Jetzt zum Beispiel habe ich es ganz leicht eingestellt, da falle ich fast ganz hinter. Das ist natürlich nicht richtig. Ziel ist es immer so, dass der Sitz die ganze Rückenlehne einen leicht nach vorne bringt. Also man so einen leichten Gegendruck fühlt, aber ihn immer mich in diese aufrechte Position bringt, damit es ergonomisch sinnvoll ist, weil man soll ja gerade sitzen. Jetzt geht es um die Armlehnen. Das sind diese wunderschönen Dinger hier. Nochmal ein Seitenprofil. Die gibt es in 1D, 2D, 3D und 4D. 1D sind feste Lehnen, die sind für einen ergonomischen Stuhl überhaupt nicht relevant. Das Thema ist 2D, sagt man, nach außen. Da kann man die hier unten einstellen, dass sie mehr breiter werden. Also die Sitzfläche wird dadurch breiter. Dann das nächste Thema ist die Höhe. Das ist zumindest das Allerwichtigste. Bei denen, das sind 3D-Armlehnen, die kann man auch noch so seitlich verschieben. Und 4D würde dann nach vor und zurück noch gehen. Ist einfach ein ergonomisches Thema, um einfach besser an dem Arbeitsplatz zu sitzen und seine Arme aufzulegen, dass die entspannt sind. Ja, als nächstes kommen wir zum Sitz. Das ist dieser wunderschöne hier. Und die erste Einstellung ist die Sitztiefenverstellung. Wenn ich hier drauf drücke, geht er nach hinten. Für kleine Personen ist der so ganz gut. Und für mich zum Beispiel wäre der ganz draußen. Da drückt man dann einfach wieder hier raus, da hat man eine größere Fläche. Und wenn ich hier sitze, muss ungefähr 3 Fingerbreit hier Luft sein, damit mir nichts abwirscht und das Blut abfließen kann. Dann gibt es noch eine Funktion. Das ist die Sitzneigeverstellung, die ist hier auf der Seite. Man sieht hier, dass leicht der Körper nach vorne gerückt wird. Das ist ungefähr 5 oder 6 Grad nach vorne. Bedeutet, wie auf so einem Yoga-Ball, wenn man sich so drauf setzt, wird man leicht nach vorne gedrückt, das Becken. Und damit ist immer so eine gerade Haltung des Körpers beeinflusst. Für manche Menschen könnte das auch ein Problem sein, die jetzt zum Beispiel Jeans haben wie ich. Und der Stoff ein sehr rutschiger Stoff ist, dass sie so denken immer, sie rutschen dadurch runter. Das sind Empfindungssachen, muss man gucken. Deswegen ist es immer gut, wenn man einen Stuhl vorher mal testet. So, als nächstes, die Funktion, die eigentlich fast jeder Stuhl hat, ist die Höhenverstellung. Das ist hier drüben, das ist eine Gasliftfeder, die hoch und runter geht. Die Einstellung sollte immer so sein, mindestens 90 Grad, ein kleines bisschen drüber, dass man einen leichten Winkel hat, damit das Blut abfließen kann. So ist also eine optimale Sitzhöhe gegeben. Dann kommen wir zu den Füßen. Das ist ein Alu-Fußkreuz. Das gibt es manchmal auch in Chrom, in Plaste. Kommt drauf an, wenn man das gerne möchte. Das ist eher ein Designthema. Und die Rollen. Das ist relativ wichtig. Die Rollen zum Beispiel sind für harte Böden, also genau für sowas. Die haben so ein Kautschukmaterial, was ein bisschen einfacher, ein bisschen weicher ist und nicht kratzt oder wenig kratzt. Das sind jetzt so harte Rollen für Teppichböden. Und die würden jetzt hier. Man hört man auch so richtig kratzen. Also man sollte immer darauf achten, welchen Boden man hat, welche Rollen dazu. Und wenn man das nicht hat oder den Boden wechselt oder vielleicht auch Holzboden hat, ist es immer ratsam, eher eine Plastikunterlage, eine Bodenschutzmatte mitzukaufen, die drunter zu legen, damit der Boden geschützt wird.
Und ihr merkt, an so einem Stuhl ist echt viel dran und man kann viel einstellen. Also schaut eure Stühle mal an, vielleicht entdeckt ihr ja noch kleine Wunder. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks aus der Welt der Büroeinrichtung haben wollt, abonniert den Kanal oder geht auf unsere Seite www.büromüllexperte.de. Da gibt es den Ratgeber. Bis zum nächsten Mal, euer Büromüllexperte.